Es ist auch nach 36 Jahren Hagelabwehr immer noch spannend. Für mich ist der Einsatzflug immer noch eine Herausforderung bezüglich des Wetters, ob es mir gelingt, die Wolken richtig einzuschätzen, an der richtigen Stelle zu impfen und den nötigen Erfolg zu haben. Der Deutsche Wetterdienst errechnet, wo entstehen Gewitterzellen und zeigt diese Gewitterzellen in verschiedenen Farben an, verschiedenen Farben und Größen, verschiedenen Zuständen. Und wenn es jetzt soweit ist, dass es zu einer Gewitterbildung, zu einer hagelträchtigen Gewitterbildung kommt, setzt man sich ins Flugzeug und fliegt diese Bereiche an, die Aufwindbereiche an diesen Gewitterwolken. Und man weiß aus der Wolkenphysik, dass in diesen Wolken zu wenig Kondensationskeime vorhanden sind. Diese Kondensationskeime oder Eiskeime braucht man für die Eisbildung, für die Eisphase. Und dort erzeugen diese Silberjodid-Keimchen sehr viele Eispartikel, die letztendlich kleiner bleiben, sich nicht zu großen Klumpen zusammenlagern können und dann abschmelzen, bis sie zum Boden fallen. Das Timing ist absolut wichtig. Wer zu spät kommt, den bestraft die Gewitterzelle. Alles, was an Hagel bereits natürlich in Gewitterwolken gebildet ist, kann man mit dieser Methode nicht auflösen. Wenn man ein sehr ausgedehntes Aufwindfeld findet, dann ist es relativ ruhiger Flug, allerdings mit einer etwas ungewöhnlichen Haltung des Flugzeugs, weil die Nase nach unten zeigt und die Leistungshebel im Leerlauf sind und es geht trotzdem nach oben. Aber diese Bereiche sind sehr spärlich gesät. Also meistens ist es ein turbulenter Flug, bei dem es halt rauf und runter geht wie in der Waschküche. Es gibt ja den Hagelabwehrverein in Tirol, da sollten natürlich alle Gemeinden mitmachen. Es gibt einige Gemeinden, die noch nicht so weit sind, aber trotzdem letztendlich auch von uns schon beflogen werden, weil man einfach das nicht so metergenau an der Gemeindegrenze abgrenzen kann. Das Ziel ist ja, ein drittes Flugzeug hier in diesem Raum zu stationieren, das dann letztendlich von Österreich aus operiert, im Verbund mit unseren beiden Flugzeugen, weil wir einfach gesehen haben, dass bei der Größe des Gebiets es manchmal auch schwierig ist, alle Zellen ausreichend zu impfen. Also man muss hier dann letztendlich, gibt es Situationen, bei denen man auswählen muss und manche Zellen halt einfach ziehen lässt. Und daraus kann natürlich auch Hagel entstehen, der dann am Boden ankommt.